Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video auf Panda zu den Skins mit 206 Euro in der Balance. Ist immer noch das Event, aber wir haben kein Premium mehr. Also gehen wir erstmal rein in den Premiumsbereich, holen uns Premium, wer Premium nicht kennt, 100 Äpfel täglich, Kisten 2% günstiger, 9% auf Double Up, ein paar andere Benefits und jeden Tag ein Promocode. Wie immer stehen in der Beschreibung, 2 Promocodes, die könnt ihr erlösen, auch wenn ihr schon welche eingelöst habt. Ihr geht hier oben auf Bonus, Promo-Skin und gebt die beiden Codes hier nacheinander ein. Ich hoffe natürlich, ihr bekommt Any Covered oder Any Classified, wie ich jetzt auch. Ich krieg 5 Äpfel. Naja, aber es gibt auch noch Daily Card hier. Einmal hatten wir Top-Item, da war es leider nur die Baby Bison. Lass uns heute die Shadow Dagger Knight bekommen. 21 Cent. Na gut. Wir starten rein mit 199 Euro. Wir haben immer noch das goldene Herbst-Event, deswegen gehen wir einmal rein in die Puppy Case. Hier haben wir schon das beste Item rausgezogen. Dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass wir heute noch irgendwas Krasses hier ziehen werden in dieser Case. Mein Luck ist over in der Case, aber wir tryen es trotzdem. Computer sagt nein. Da kommt es doch reingeflattert, das Safari-Mesh-Navaya-Knife. Aber wir haben jetzt wieder ein paar Punkte, damit können wir auch ins... 19 Euro, war Profit, war ein Low-Roll, ach nee. Egal, wir gehen rein, Join Event. Wir haben das Würfelspiel, haben wir nicht genug Blätter für, wird ja immer teurer. Wir gehen rein in Skin 77, rollen hier ein paar Mal und hoffen natürlich auf einen schönen Drop. Nö, 24, das ist nichts, das ist auch nichts. Wir kriegen 36, das heißt, wir können immer ein paar Mal mehr rollen, das ist schön. Aber wir wollen natürlich hier die 2x2 haben oder die 777, die 555 wäre auch ganz nice. Obwohl, gibt mir einfach irgendwas. Einfach dreimal die gleiche Nummer, einen schönen Skin nehme ich immer. Zweimal können wir noch. Ah, da fehlt ja noch eine, zwei, noch einmal. Komm schon. Leider nicht. Wir gehen rein. In welche Case? Wir haben schon... Ja, ach komm, wir gehen rein, weißer Wahl-Case. Let's go, open. Wir hoffen natürlich hier jetzt auf einen Banger. Oder nachher in der Panda-Case. Oh, da fliegt ein Banger vorbei. Das wären 153 Euro im schlimmsten Fall gewesen. Und ihr kennt es, wenn wir unter 140 landen, gehen wir wie immer all in. Geh wenigstens rüber. Bitte. Macht er nicht. Wir gehen nochmal rein. Komm schon. Wir wollen hier einen geilen Drop haben. Oder wir müssen all in gehen. Und all in wird... Oh, wie viel Messer denn noch? Mach die Bremse. Der zieht rüber, ne? Nein! Er zieht nicht rüber! Mashallah! Aber das ist, also ist nice natürlich, ne? Wir müssen nicht mal all in gehen, wir werden wahrscheinlich im Profit landen, aber 529. Gabriel, was wäre das in der Panda Case gewesen? 529 wären 399 Euro gewesen. Hey, nice. Wir gehen einmal rein in die Shark Case. Jetzt kommt eine Nummer unter 202, bitte für die Dragon Lore. Oder High Number. Entweder unter 202 oder eine absolute High Number des Todes. Ich hatte kurz Hoffnung. Muss ich zugeben. Aber er bremst genau einen Pixel davor. Nein! Das war ein 2000er Roll. Hätten wir jetzt die Panda Case aufgemacht, was wäre es gewesen? 2000er Roll. Ein 209 Euro Knife. Ach, leck mich doch am Arsch. Hab ich Glück und Pech zugleich. Wir gehen nochmal rein. Jetzt kommt zweimal hintereinander High Number des Todes. Und wir werden nicht mit Profit nach Hause gehen wahrscheinlich dann. Gib mir einfach nochmal eine Low Number. Aquamarine Revenge könnte nice sein in einer guten Condition, aber er wird bei der Cold Red bleiben. Nee, geht rüber. FN? Ja, ist okay. Wir gehen rein, Panda Case. Aber wenn ich jetzt hier eine AK reinschalte, das wäre schon mies. Keine AK. Gib mir was Goldenes. Ich nehme alles Goldenes, selbst wenn es nur 77 Euro sind. Gold. Nein, die Neon Rider. Nein! FN? Nicht mal FN. Aber hey, 72 Euro, das schlechteste sind FN 77 gewesen. Von daher, wir sind im Profit, hey. Don't take it too strong, wir sind im Profit. Wir haben jetzt noch 8 Euro, wie viel? 8,10 Euro, wir gehen rein. Komm, wir machen zweimal die Panda Case auf, let's go, open. Hoffen hier jetzt auf eine Zahl unter 202. Hatten wir schon lange nicht mehr so einen Low Drop, ne? Kann gerne mal in der Shark Case kommen für die Dragon Lore. Er landet hier. Okay, wir gucken, wo wir... Ah, wir haben noch 1,23 Euro.
32, sorry, wie gemacht. Turtle Case, quick open. Oh. Jetzt kommt der Low Roll. Natürlich. Okay, wir gucken, wo wir sind. Sell for in Skin Value haben wir. Wir sind im Profit, oder? Ja, ja, wir sind im Profit. 312 Euro. Let's go. So muss das. Wenn ihr diese Skins jetzt nicht haben wollt, ne, könnt ihr natürlich auf euer Steam-Account auscashen. Wenn ihr aber spezifische Skins haben wollt, könnt ihr irgendwie über Changer gehen und dann könnt ihr euch hier die Skins aussuchen. Die werden dann zu eurem Steam-Account geschickt. Und wenn ihr noch einen netten Bonus haben wollt, aber dann random Skins bekommt, könnt ihr hier auf euer Profil gehen, dann exclusive Skin Offer, da könnt ihr den reinpacken. Dann kriegt ihr nämlich 20% mehr, was in meinem Fall dann ein Bonus von 62 Euro wäre. Dann kriegt ihr random Skins zugeschickt, es könnte ein größerer sein, es könnten mehrere kleinere sein, aber auf jeden Fall 20% mehr an Wert. Und damit, wenn ihr die Seite selbst aussetzen wollt, Link in der Videobeschreibung, denkt auf jeden Fall an die beiden Promo-Codes. Könnt ihr, wie gesagt, einlösen, auch wenn ihr schon welche eingelöst habt. Und damit vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in der Mal wieder. Haut rein und ciao, ciao.